Heute für euch 8 Mythen, auf die auch ihr sicherlich schon reingefallen seid. Los geht's! Nummer 8. Hunde schwitzen beim Hecheln über ihre Zunge. Dieser Mythos ist so halb wahr. Zwar schwitzen sie nicht über ihre Zunge, allerdings steckt der beste Freund des Menschen sie trotzdem aus, um die Wärme auszugleichen. Schwitzen tun Hunde aber natürlich auch, und zwar über ihre Pfoten. Und die Nummer 7. Durch Salz fängt Wasser schneller an zu kochen. Der Mythos, dass durch die Hinzugabe von Salz Wasser schneller anfängt zu kochen, muss leider auch mit Jein beantwortet werden. Durch das Hinzugeben von Salz wird der Siedepunkt des Wassers von 100 Grad auf 102 Grad Celsius erhöht, weil sich die Wassermoleküle an die Salzmoleküle klammern und man so eine höhere Temperatur braucht, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Nun könnte man schlussfolgern, dass es dadurch auch länger braucht, bis das Wasser anfängt zu blubbern. Aber da das Salz die Wärme besser speichert, erreicht das Wasser auch schneller den Siedepunkt, so dass es fertig wird, um eure Lieblingsnudeln zu kochen. Mythos geklärt. Und die Nummer 6. Einstein war schlecht in Mathe. Eine Ausrede, die uns nach einer versauten Mathearbeit schon oft geholfen hat, war immer: ach egal, Albert Einstein war auch immer so schlecht in Mathe. Sorry, aber ab heute könnt ihr das leider nicht mehr sagen. Denn Einstein war nämlich überhaupt nicht schlecht in Mathe. Der Mythos entstand, weil Albert den Mathematik-Eignungstest für die Schweizer Technikhochschule nicht beim ersten Versuch bestanden hat. Man muss aber auch im Hinterkopf behalten, dass Einstein ganze 2 Jahre jünger war als seine Konkurrenten. Und die Nummer 5. Kaugummi braucht 7 Jahre zum Verdauen. In Wahrheit aber braucht Kaugummi nicht einmal eine Sekunde, um verdaut zu werden, da er überhaupt nicht verdaut wird. Der Körper entnimmt dem Kaugummi den Zucker und die Aromastoffe. Mit der restlichen Kaumasse kann unser Körper allerdings nicht viel anfangen. Sie wandert einfach durch unseren Körper hindurch und findet ihr neues Heim im Abwasser unserer Toiletten. Mythos geklärt. Und die Nummer 4. Das fotografische Gedächtnis. Der Mythos des fotografischen Gedächtnisses geistert schon länger durch unsere Welt und wurde vor allem durch Hollywood an die große Glocke gehangen. In Wahrheit aber gibt es keine Menschen, die sich Situationen oder Informationen in Bilder merken können. Jedoch gibt es aber Menschen mit einem sogenannten eidetischen Gedächtnis. Solche Menschen können sich Situationen extrem detailgetreu einprägen, aber auch deren Erinnerungsvermögen ist nicht perfekt. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 3. Zucker macht Kinder zappelig. Dieser Mythos stammt aus den 70ern, als eine Studie die Zusammenhänge zwischen Zucker und Hyperaktivität feststellen wollte. Neue Studien haben aber bewiesen, dass es sich bei diesem Phänomen nur um einen Placebo-Effekt handelt. Und die Nummer 2. Jede Gehirnhälfte hat andere Funktionen. Im Prinzip ist es richtig, dass eine Gehirnhälfte bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel das Sprechen, erfüllt. Allerdings ist immer das komplette Gehirn an allen Prozessen beteiligt. Manche Funktionen finden zwar zum Großteil in einer Gehirnhälfte statt, aber eben nicht komplett. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Im Mittelalter starben alle Menschen sehr früh. Das Durchschnittsalter vor knapp 1000 Jahren lag bei 30. Das kam aber vor allem daher, dass sehr viele Babys und Kinder früh starben. Hatte ein Mensch erstmal die 21 erreicht, so wurde er im Schnitt auch 64 Jahre alt. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Mythen habt, dann kommt ihr hier direkt zum nächsten Video. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!